Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich was sehr Interessantes für euch Jungs da draußen, was vielleicht auch das ein oder andere Mädchen interessieren könnte, weil ich bin ja auch ein Mädchen, ich denke nicht, dass ich die Einzige bin. Auf jeden Fall zeige ich heute meine PlayStation 4 Spiele und ja, ich hoffe, ich kann euch dann vielleicht beraten oder ja, einfach ja. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video an und viel Spaß! Fangen wir direkt mal mit dem ersten Spiel an. Das erste Spiel ist natürlich, was auch sonst, GTA. Ich finde, dieses Spiel sollte jeder PlayStation 4 Besitzer zu Hause haben. Wer das nicht zu Hause hat, der ist kein richtiger Gamer, also kein PS4-Liebhaber. Weil das muss wirklich jeder zu Hause haben, weil, hallo, GTA ist einfach, ich liebe GTA, unnormal, GTA ist für mich so, weiß ich nicht, ich kann das eigentlich immer spielen, ich habe immer, also ich habe nie Langeweile, wenn ich das spiele, ich habe immer was zu tun da, keine Ahnung, so, das ist einfach voll geil, das Spiel, ich fand das auch früher schon geil, also dieses GTA San Andreas, das habe ich da schon voll gefeiert. Oh Gott, da war ich auch noch so jung und, oh, also richtig jung. Ich sag jetzt kein Alter, sonst heulen wieder alle rum. Und ja, mein Bruder hatte damals die PlayStation 2 und hatte halt das Spiel Vice City und San Andreas. Und ich habe mich natürlich dann an seiner PlayStation 2 gesetzt und habe einfach immer die GTA-Teile gezockt. Und das hat mir immer so Spaß gemacht, ne? Ich fand das Spiel so geil, ne? Vor allen Dingen San Andreas, das war so geil, das Spiel. Ich habe immer rumgeheult, wenn mein Bruder mir das nicht angemacht hat. Und meine Mama, die musste mich schon manchmal da wegholen. So, okay, eigentlich müsste meine Mama mich direkt da wegholen, wenn die mich da sieht. Aber mein Gott, ey, manche sind so, weiß ich nicht. Ich meine, ich bin da jetzt kein Mörder, also keine Mörderin. Und ich würde niemals auf die Straße laufen und irgendwelche Türen einfach öffnen von den Autos oder einbrechen, was auch immer, halt was man in diesem Spiel halt macht. Deswegen, klar gibt es immer welche, die von solchen Spielen sehr aggressiv werden, aber ich halt nicht. Obwohl, nein, Spaß. Ja, das ist mein Top-Lieblingsspiel, also müsst ihr haben. Dann kommen wir zu einem Spiel, was ich auch sehr geil finde, weil ich liebe Horror und das ist ein Horrorspiel und das ist Until Dawn. Until Dawn ist so ein, ja, ich würde sagen, das ist eher so eine Geschichte, so ein Storyspiel. Da ist halt nicht mit Schießen oder sowas, also man muss Entscheidungen treffen. Und das Spiel finde ich sehr geil, weil ich liebe solche Spiele so oder so. Also da gab es auch mal ein anderes. Das hieß einmal Heavy Rain. Das ist auch so ein Story-Spiel, wo man Entscheidungen treffen muss. Und das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Heavy Rain kann ich empfehlen. Und Beyond Two Souls. Boah, das ist so geil, ehrlich. Ich liebe, also wenn ihr solche Spiele liebt, dann holt euch das auf jeden Fall. Also das muss jeder mal gespielt haben, finde ich. So, weil das sind wirklich geile Spiele. Also natürlich, wenn das von dir oder von euch der Typ ist, solche Geschichtsspiele, Storyspiele. Ich lese jetzt einmal hier vor, was in diesem Spiel passiert. Als 8 Teenager in die entlegene Berglodge zurückkehren, wo 2 aus ihrer Gruppe vor genau einem Jahr verschwanden, verfinstert sich die Lage zusehends. Wirst du vor dem Fliehen, was dich verfolgt, wirst du versuchen, dich zu verstecken oder wirst du kämpfen und dich behaupten? Du musst in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, die für jedes Gruppenmitglied Leben oder Tod bedeuten können. Also, das ist echt krass. Also, du kannst eigentlich in diesem Spiel bestimmen, ob dein Charakter, also man spielt halt mehrere Charaktere, und da kannst du halt entscheiden, wer tot, also wer stirbt und wer halt noch lebt. Da musst du halt diese Entscheidungen treffen. Ja, also das Spiel finde ich richtig geil und das ist so, oh mein Gott, ich erschrecke mich immer in diesem Spiel. Das ist wirklich ein gutes Horrorspiel, also kann ich auch empfehlen. Kommen wir schon zu dem nächsten Horrorspiel. Wie gesagt, Leute, ich liebe Horrorspiele und oh, ihr wisst, also Horror und ich, das ist eins. Auf jeden Fall ist das Spiel, heißer Spiel, The Evil Within und das Spiel ist so geil, aber auch mega schwer. Ich habe das mal bei Gronkh gesehen, also ein Let's Play habe ich gesehen
Und das sah so geil aus. Aber ich würde mich das nicht trauen, selber zu spielen, weil das schon so gruselig ist. Also, das ist wirklich krass, das Spiel. Ja, ich kann jetzt viel nicht dazu sagen. Einfach mal ausprobieren. Guckt euch einfach den Trailer an. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt ihr mal ein Let's Play von mir. Ich meine, ich wollte sowas immer schon machen, irgendwie. Also, ich wollte immer schon so ein. Wenn ich YouTube mache, wollte ich immer so alles eigentlich machen. So Beauty, aber auch Let's Plays, weil mich interessiert das unnormal, weil ich gucke Gronkh unnormal gerne, ne? Das wissen ja einige schon. Deswegen, vielleicht mache ich das ja mal als Let's Play, ne? Wer weiß. Zu dem nächsten Spiel, und zwar I'm Famous Second Soon. Und das Spiel ist eigentlich ganz cool. Ich habe es auch schon angefangen. Bin jetzt so, glaube ich, bei der Hälfte angelangt. Also ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Aber soweit hat es mir eigentlich gefallen. Nur mir ist aufgefallen, dass man irgendwie immer dasselbe da machen muss. Und das finde ich eigentlich eher langweilig. Deswegen habe ich das dann nicht mehr gespielt. Aber sonst finde ich das eigentlich auch nicht schlecht. Also ist schon cool, aber ja, ist jetzt nicht direkt meins. Kommen wir zu Call of Duty Ghost. Ja. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Ja, keine Ahnung. I don't know. Ich kann da viel nicht zu sagen. Auf jeden Fall habe ich noch Call of Duty Ghost. Dann habe ich noch Destiny. Destiny ist eigentlich auch ganz cool. Es ist halt nur mega schwer. Ich habe es jetzt auch nicht durchgespielt oder so. Ich habe nur kurz angefangen. Ja, ist halt eher was für die Jungs, ne? Also ich meine, ich spiele zwar auch so Spiele, die eher Jungs spielen, aber das ist wirklich so nicht. Es geht, ist nicht so krass meins, so wo ich jetzt sagen kann, boah, ja, Mann, ihr wisst schon. Und eins ist auf meiner PlayStation 4, also das habe ich auf meiner PlayStation 4 gekauft. Und zwar ist das einmal Need for Speed. Das Spiel ist auch mega geil. Also ich finde das Spiel richtig geil, man kann das sogar online spielen. Deswegen, ich liebe ja so Autorennen und so, das ist voll geil. Und als letztes habe ich dann noch Tomb Raider. Tomb Raider ist so ein geiles Spiel. Ich mochte das früher schon auf der PlayStation 1. Mein Papa hat das gerne gespielt und ich habe dann immer zugeguckt oder so. Oder habe das selber auch mal gespielt. Ich muss sagen, das ist so ein geiles Spiel. Viel Abenteuer und ja, das ist eigentlich alles dabei. Story, Abenteuer, Schießen und man muss da halt immer so ein bisschen so deinen Kopf einschalten und schlau sein. Halt ein bisschen rätseln, Rätsel lösen. Ist ja so bei Tomb Raider. Aber das macht wirklich mega Spaß. Und das kann ich auch wirklich empfehlen. Und ja, das waren auch eigentlich alle Spiele, die ich habe. Mehr habe ich nicht. Aber es werden auf jeden Fall einige dazukommen. Was heißt einiges, wenn richtig viele dazu kommen. Ich bin so süchtig danach. Ich könnte am liebsten, weil ich gucke immer so nach Spielen und ich denke mir so, boah, das musst du haben, das musst du haben, das musst du haben, das musst du haben. Ich bin so ein richtiger Suchti, ey. Schlimm, oder? So, ihr Lieben, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich merke langsam auch, es wird hier dunkler, weil ich vor dem Fenster sitze. Ja, bevor ich noch weiter rede, wird es gleich ganz dunkler und dann sieht er mich gar nicht mehr. Ja. Dann würde ich sagen, dann beende ich das Video jetzt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch. Also wenn ihr dafür seid, dass ich mal ein Let's Play machen soll, wer weiß, dann gebt dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen hoch und vielleicht wird das ja passieren. Wer weiß. Wäre doch aber was, oder? Was meint ihr? Schreibt mal eure Meinung einfach in den Kommentaren, was ihr davon hält. Wenn ich Let's Plays mache, ja, dann heule ich immer die Jungs rum. Warum ich immer meine Make-up-Tutorials mache, sondern dann auch mal was für die Jungs. Ha. Ja. Okay, ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier, weil ich werde langsam ein bisschen hyperaktiv und ja!